Ja, bei uns sind Nico Otto und Lars Polka, die zwei Neulinge im Team Scheidt Motorsport. Erste VLN-Rennen für euch beide überhaupt und dann im BMW M235i von Scheidt Motorsport. Lars, fangen wir doch mit dir an. Wie hast du dein VLN-Debüt erlebt? Ja, ist auf jeden Fall anders als in der RCN. Geht deutlich mehr zur Sache, aber nicht negativ. Macht sehr viel Spaß, sind natürlich mit dem Ergebnis jetzt auch sehr zufrieden. Hätte man nicht mit gerechnet. Und ja, verspricht Freude auf mehr. Nico, für dich VLN-Debüt natürlich als Fahrer, aber ich glaube, du hast ja deine ganze Kindheit hier oben in der Boxengasse verbracht. Dein Vater war ja viele Jahre ganz erfolgreich mit Porsche hier unterwegs. Wie hast du den heutigen Tag erlebt? Ja, es war was ganz Besonderes. Also ich habe mich sehr gefreut natürlich, an den Start zu gehen. Und ich fand auch, dass die VLN für mich so eine perfekte Serie ist, weil es macht halt riesen Spaß, hier oben zu fahren. Ich glaube, wir haben in dem M235 E-Cup ein sehr gutes Starterfeld und auch sehr hohe Performance da drin. Wer war nervöser, jetzt mal so ganz unter uns, du oder dein Vater? Ich glaube ich, ehrlich gesagt. Also im ersten Moment, ich war schon ziemlich nervös, als ich ins Auto musste. Es war ja ein durchaus erfolgreiches Debüt für euch beide, jetzt der zweite Platz in der Cup-5-Klasse. Wie bewertest du diese Leistung, Lars? Ja, natürlich vom ganzen Team eine super Leistung, wir sind super zufrieden, hätten wir ehrlich gesagt nicht mit gerechnet. Haben jetzt natürlich profitiert durch das kleine Problem, was der Michael Schrey hatte, tut uns natürlich auch sehr leid. Das wünscht man keinem, auch nicht seinem, in dem Fall Konkurrenten. Aber nichtsdestotrotz vom kompletten Team eine super Leistung und ich bin sehr zufrieden damit. Nico, die Cup-5-Klasse, mit Abstand die stärkst besetzte Klasse neben den GT3-Fahrzeugen. Das wird sich ja auch wahrscheinlich nicht ändern. Jetzt ist ja gerade das erste Rennen rum, aber lass mich die Frage bitte stellen. Thema Meisterschaft, denkt man da schon so ein ganz kleines bisschen dran? Nein, gar nicht. Gar nicht. Das ist der erste Lauf. Also da kann noch viel passieren. Wir haben noch ein langes Jahr vor uns, 8 weitere Rennen und dementsprechend brauchen wir jetzt noch nicht über die Meisterschaft nachdenken. Das Team Scheidt Motorsport, natürlich eine Legende am Ring. Jetzt seid ihr ja zwei ganz junge Fahrer. Ich will fast so frech sein und sagen, ihr könntet auch die Enkel vom Johannes sein. Wie fühlt es sich an, für so ein Team hier an den Start gehen zu dürfen? Ja, ist was ganz Besonderes. Scheidt Motorsport hat natürlich eine Tradition hier am Ring. Jeder, der irgendwie mit der VLN oder mit dem Nürburgring zu tun hat, kennt dieses Team. Und das ist eine Riesenehre, da fahren zu dürfen. Sind wir sehr froh und sehr dankbar drüber. Und Nico, gib uns doch bitte noch einen kleinen Ausblick auf die nächsten Rennen. Was sind die Ziele? Natürlich ist es das Ziel, sowas weiterzuführen. Aber das Wichtigste ist erstmal Punkte sammeln, weiter wir konstant durchfahren und auch uns gegenseitig verbessern. Also, dass wir alle schneller werden im Team, um dann irgendwann Siege einzufahren. Nico Otto und Lars Polka vom Team Scheidt Motorsport, vielen Dank und viel Erfolg für die weiteren Rennen. Sehr gerne. Ja, vielen Dank.